Eine Agenda definiert, was ich bespreche, in welcher Reihenfolge ich was bespreche, was ich in welcher Reihenfolge mit welchem Zeitansatz bespreche, als auch, was ich nicht bespreche. Dementsprechend sollten Sie sich als Regelwerk mitnehmen. Setzen Sie bitte immer selbst Ihre Agenda. Und machen Sie diese Agenda Ihrem Gegenüber auch im Vorfeld transparent. Häufig ist es nämlich so, es gibt gar keine große Reaktion darauf. Schicken Sie also diese Agenda in einer E-Mail zu. Formulieren Sie dazu die Worte, lieber Herr, liebe Frau XY, ich freue mich auf unseren Termin am so und so vielten und möchte gerne folgende Punkte dann auch besprechen. Wenn Sie Anmerkungen oder Ergänzungen dazu haben, so lassen Sie mich diese bis zum und dann nehmen Sie ein Datum vor diesem Verhandlungstermin, 1 bis 2 Tage Maximum davor, bitte wissen. Nach diesen 1 bis 2 Tagen davor melden Sie sich bitte nochmal, ob es da noch irgendwelche Anmerkungen gibt. Wenn das nicht so ist, haben Sie jetzt an der Stelle auch eine abgestimmte Agenda. Und jetzt können Sie auch diese auch nutzen in Ihrem Verhandlungsprozess. Zum Beginn einer Verhandlung bringen Sie jetzt Ihre Agenda an den Tisch. Und innerhalb der Agenda können Sie jetzt auch Ihren ersten Anker, Ihre Hauptforderung mit einweben.